Kennst du das auch? Du trägst deine Steine vorzüglich im BH, weil bei der Sommerzeit hast du nicht so viele Taschen an der Frau. Und wie kommt es, wie es immer kommen muss, nämlich, dass du abends dir den BH ausziehst und das möglichst dort tust, wo es gefliest ist und dir vielleicht dein Stein direkt aus dem BH auf die Fliesen knallt und kaputt geht. Vielleicht kennst du dieses Bild dann auch schon, dass er so ganz scharfe Kanten hat, wenn er runtergefallen ist, so wie dieser hier. Und ich werde immer wieder gefragt, was passiert mit diesen Steinen, was ist damit, soll ich die noch tragen? Und da ist die Antwort nicht ganz so einfach, aber ich mag sie hier kurz erklären. Und zwar würde ich diese Steine, die so ganz scharfe Kanten haben, nicht mehr weitertragen, weil du kannst dich dran schneiden und verletzen. Das solltest du nicht tun. Wenn er aber vielleicht so wie dieser hier nur so eine Macke hat, das, was jetzt hier noch abgerundet ist und einfach nur ein bisschen, ja, was abgesprungen ist, aber du dich halt nicht dran verletzt, dass die Kanten noch gut zu ertasten sind, würde ich dir empfehlen, ihn nicht beiseite zu legen und ihn noch weiterzutragen. Denn über diese Ecken und Kanten können noch ziemliche Energiesprünge passieren. Für mich hat so ein Stein deutlich noch mal mehr Energie, fast wie ein Rohstein, als diese ganz und gar rund geschliffenen Steine. Darüber kannst du ja mal ins Gefühl mit dir gehen und einfach mal schauen, wie fühlt sich dein Stein denn an? Was möchte der jetzt wirklich dir damit sagen, ja? Denn entweder kann es sein, dass dein Thema längst erledigt ist, weswegen du ihn dir angezogen hast. Das andere ist, dass es einfach mal dumm läuft und es mal runterfällt. Das passiert ganz, ganz oft. Und ich würde ihn nicht immer sofort beiseite legen, sondern wirklich reinfühlen, brauche ich ihn noch? Ist das Thema noch präsent? Und wenn dem so ist, dann trag ihn einfach weiter und nutze diese Energiesprünge einfach als ein Plus an Energie und nimm ihn weiter mit, tu ihn nicht weg. Ja? Wenn er dann aber so ganz scharfe Kanten hat, dass du dich dran verletzen kannst, leg ihn beiseite. Fühl auch da genau rein. Ist das Thema jetzt erledigt? Hat der Stein sich jetzt für mich erledigt? Dann gebe ihm Mutter Erde zurück. Wenn du noch mehr solche Fragen zu Steinen beantwortet haben möchtest, dann komm in meinen Online-Workshop am Donnerstag, den 24. September um 19 Uhr. Da beantworte ich noch ganz viel mehr solche Fragen, nämlich zum Beispiel, wie du Steine richtig reinigst und ob du Steine auch in heißes Wasser einlegen kannst. Also viele Fragen, die mich hier immer wieder erreichen, werde ich dir beantworten am Donnerstag, den 24. live in meinem Online-Workshop zum Thema Steinewissen. Da kannst du deine Fragen stellen und Antworten darauf erhalten. Also wenn du dabei sein möchtest, nächste Woche am Donnerstag um 19 Uhr, dann schau hier unten in die Kommentare. Da schreibe ich dir den Link, über den du dich dazu anmelden kannst. Bis dahin.